Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit einer Serie über die Hölle beginnen. Aufgrund von vielen Anfragen, die ich erhalten habe, möchte ich jetzt an dieses Thema sehr genau, detailliert und auch langsam herangehen, um hoffentlich alle Fragen, Zweifel zu beantworten. Es gibt einige, die darauf bestehen, es muss doch eine Hölle geben, in die der ungerechte Sünder hineingeworfen wird, um dort für alle Zeit und Ewigkeit gequält zu werden. Nun, wussten Sie, dass Sie, wenn Sie sterben, in die Hölle gehen? Wussten Sie, dass Menschen, die gestorben sind, heute in der Hölle sind? Nun, das mag Sie überraschen, vor allen Dingen, wenn Sie bereits schon einige meiner Predigten gehört haben, wo ich Ihnen deutlich gezeigt habe, wie wir das auch in der Zukunft jetzt tun werden, dass es eine Hölle mit einem ewig brennenden Feuer, das die unsterblichen Seelen quält, nicht gibt. Und gleichwohl sage ich, sagt die Bibel, dass ihre geliebten Verwandten zurzeit in der Hölle sind und dass sie, wenn sie sterben, in die Hölle gehen. Wie kann das sein? Nun, schauen wir uns einmal an, was die Bibel über die Hölle sagt und was sie nicht über die Hölle sagt. Zunächst einmal, wo kommt die Idee von einer feurigen Hölle her, in der die Seelen der unsterblichen Sünder für alle Zeit und Ewigkeit brennen, ohne jemals verbrannt zu werden, ohne jemals ihre Existenz ausgelöscht zu bekommen. Einer der frühen Verfechter dieser Höllenidee war Augustinus. Der lebte von 345 bis 430 vor Christus. Und er sagte, dass es eigentlich nicht nur eine Hölle geben muss, sondern auch so etwas wie ein Fegefeuer. Denn was ist mit denen, die zwar nicht so ganz abscheulich, gemein und ungerecht gelebt haben, aber die auch nicht gerecht genug waren, um, wie er meinte, in den Himmel eingehen zu können, wenn sie sterben. Es muss so ein Zwischending geben. Und so wurde dieses Fegefeuer von ihm mehr oder weniger entwickelt. Und die Encyclopædia Britannica, die 11. Ausgabe, sagt dies hierzu über das Fegefeuer, dass es Augustinus war, der diese Idee im Heidentum entwickelt hat. Und nachher wurde das dann vom Christentum übernommen, von den frühen Kirchenvätern, wie es heißt. Ein anderer Schriftsteller, der die Idee der Hölle und auch des Fegefeuers sehr populär gemacht hat, allerdings wollte er das gar nicht, war Dante Alighieri. Nun, der lebte von 1265 bis 1321 nach Christus. Er hat ja dieses berühmte Buch über das Inferno geschrieben, und zwar in drei verschiedene Sparten aufgeteilt. Die göttliche Komödie wird es auch genannt, Hölle, Fegefeuer und Paradies. Aber er schrieb es eigentlich nur, um die ganze Idee der Hölle und des Fegefeuers, wie sie damals gelehrt wurde, lächerlich zu machen. Interessanterweise ist es aber so, dass dann dieses Werk sehr berühmt wurde und heute so mehr oder weniger als Anstoß dafür gilt, wie das so im Fegefeuer in der Hölle aussehen mag. Nun, sein Inferno basierte auf den Ideen, die er allerdings, wie ich sagte, ablehnen wollte, von Virgil und Plato. Nun, wer waren Virgil und Plato? Virgil war ein heidnischer Dichter, der von 70 bis 19 vor Christus lebte und eben auch, wie ich sagte, diese Idee der Hölle zumindest sehr populär machte. Und Plato war natürlich ein berühmter heidnischer Dichter, ein Student, ein Schüler des berühmten Sokrates. Plato wurde in Athen geboren, in Griechenland, im Jahre 427 vor Christus. Und er lehrte unter anderem auch die Idee der Unsterblichkeit der Seele. Und so war es dann so, dass da ja nun die Seele angeblich unsterblich ist, irgendetwas mit der Seele geschehen musste, wenn der Mensch starb. Und entweder ging sie in den Himmel ein oder man hatte damals an diese paradiesähnlichen Zustände gedacht, oder aber in eine Hölle, wo die Seele eben dann sehr gequält wurde. Und das war die Idee
von Plato, die dann nachher dann von den Kirchenvätern übernommen wurde. Aber wo kam eigentlich jetzt diese Idee der ewig brennenden Hölle her? Nun, ich habe ein Buch von Richard Crace. Der schreibt in Hell, An Illustrated History of the Netherworld, und dieses Buch ist 1996 erschienen, einige sehr interessante Details, wie diese Idee der Hölle entstand. Und er schreibt, dass eigentlich diese Idee von den Babyloniern herrührte und dass die Griechen dann diese Idee von den Babyloniern übernommen haben und dann die Römer von den Griechen und letztlich die Christen von all denen zusammengenommen. Und die Idee war, dass Pluto, der Bruder des Zeus, dieses Gottes Zeus, die Hölle regierte. Und zwar mit einer unbarmherzigen Schwere und Gewichtigkeit. Und die mussten also, diejenigen, die jetzt in diese Hölle gelangten, die mussten also jetzt unglaubliche Qualen erdulden. Und die Römer, die wussten, wo diese Hölle zu finden war. Die schrieben nämlich, sie war im Boden unter Italien zu finden. Aber alles andere haben sie von den Griechen übernommen. Und wie gesagt, die Griechen glaubten eben an eine ewig währende, für alle Ewigkeit währende Hölle oder Höllenfeuer. Aber wussten sie, dass die frühen Christen dies keineswegs lehrten oder glaubten? Wussten sie, dass die neutestamentliche Kirche nirgendwo etwas von einer Hölle in diesem Sinne gelehrt hat? Es war im Konzil oder in der Synode der Bischöfe von Konstantinopel im Jahre 543, das letztlich dann den Siegel auf die Hölle setzte und sagte, jetzt wird an die Hölle geglaubt, jetzt muss an die Hölle geglaubt werden. Diese Synode ging sogar so weit zu sagen, dass jemand, der nicht daran glaubt, dass es eine ewig währende, für alle Ewigkeit andauernde Höllenpein gibt, wo also die Seelen für alle Ewigkeit gemartert und gefoltert werden, wer daran nicht glaubt, der musste aus der Kirche ausgeschlossen werden. Und dann wurde auch prompt der berühmte Kirchenvater Origenes aus der Kirche ausgeschlossen, weil er nämlich nicht glaubte, dass es eine solche Hölle gibt, die die Seelen für alle Ewigkeit foltern würde. Nun, zu der Hölle kam dann auch die Idee, wie ich sagte, des Fegefeuers, aber auch eine weitere Idee, die Idee des Limbo. Nun, das Limbo oder der Limbo war eine Idee, die sogar aufgrund der kürzlichen Aussagen des Papstes eine menschliche Erfindung war. Und heute wird in der katholischen Kirche die Idee des Limbo nicht mehr gelehrt, aber für viele Jahrhunderte hindurch wurde diese Idee gelehrt. Und hier ist, was gelehrt wurde. Dieses Limbo ist auch wiederum etwas, was von den Griechen übernommen worden war. Das war der Ort, wo alle die hinkamen, die nicht so ganz passten, entweder in den Himmel oder in die Hölle oder ins Fegefeuer. Meistens waren es Babys, sagen wir mal, Kleinkinder, die dorthin gelangten. Und dann gab es eben das Fegefeuer, eine Mischung oder ein Warteraum, sagen wir einmal, zwischen Hölle und Himmel. Nun, hören Sie sich einmal an, was über das Fegefeuer gesagt wird. Es ist der Ort, über den Maria, die Mutter Jesu Christi, herrschen soll. Die hat die Schlüssel zum Fegefeuer oder zur Hölle, wenn man das so sagen will. Sie ist nicht da, um Strafen zu vollstrecken, sondern im Gegenteil, wie es hier in diesem Buch von Grace heißt, ist ihr Haupt Ihre Hauptaufgabe die, die Seelen, die sich in diesem Fegefeuer befinden, zu schützen. Und zwar vor wem zu schützen? Vor ihrem Sohn Jesus Christus. Wenn man sich das vorstellt, meine Damen und Herren, dann erkennt man gleich, wie fragwürdig solche Ideen eigentlich sind. Aber ich möchte jetzt einmal beginnen, Bibelstellen zu lesen, mit ihnen zu lesen, die über das Schicksal derjenigen sprechen, die in der Tat die unvergebbare Sünde begangen haben, die, worauf wir noch zu sprechen kommen werden, die also nicht ewiges Leben im Reich Gottes erlangen werden. Was sagt die Bibel darüber aus? Viele Stellen werden immer angeführt, die uns weismachen wollen, ja, die gehen in eine
ewigwährende Hölle ein, wo sie also in einem für alle Zeit und Ewigkeit brennenden Feuer gequält werden. Ist das das, was die Bibel sagt? Nun schauen wir uns erst einmal einige Stellen an als Einführung, auf die wir dann später auch in weiteren Predigten und Sendungen zurückkehren werden, um zu sehen, was so als Überblick die Bibel über die Hölle sagt. Zunächst einmal in Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9 und in Vers 43. Markus Kapitel 9 und Vers 43. Da heißt es hier in der Lutherbibel: Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Nun, wir werden noch sehen, dass das nicht wörtlich zu verstehen ist, nicht wörtlich verstanden werden kann, obwohl einige in der Tat in der Vergangenheit dies wörtlich verstanden haben und sich in solcher Weise verstümmelt haben, weil sie eben den Sinn dessen, was Christus hier sagte, keineswegs begriffen haben. Er fährt fort zu sagen, es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Nun, das Wort für Hölle, was hier gebraucht wird, ist das griechische Wort Gehenna. Das ist wichtig zu begreifen. Da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Hier wird das Wort Gehenna gebraucht. Und es wird hier mit Feuer in Zusammenhang gebracht. Nun, wenn wir weiterlesen, in Vers 45 wird eine ähnliche Aussage wiederholt. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und dann sogar in Vers 47, wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Und dann wird hier sogar ergänzt, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Nun, zunächst einmal, hier wird vom Leben gesprochen, wir sollen ins Leben eingehen, und dies wird gleichgesetzt mit dem Reich Gottes. Und wir hatten bereits mehrfach gehört, dass wenn wir das ewige Leben erlangen, dann werden wir in das Reich Gottes eingehen. Das Reich Gottes besteht aus der Familie Gottes, aus dem Vater und aus dem Sohn. Aber in diese Familie sollen andere hineingeboren werden. Gezeugte Christen, die bereits heute schon den Heiligen Geist haben, sollen in das Reich Gottes, in die Familie Gottes eintreten, das ewige Leben erlangen, das Heil erlangen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Oder wenn sie gestorben sind, werden sie dann auferweckt werden zum ewigen Leben. Eintritt erlangen ins Reich Gottes. Wenn sie noch leben, werden sie verwandelt werden als unsterbliche Geistwesen, als Mitglieder der Gottfamilie im Reich Gottes sein. Nun, wir lesen hier aber auch, dass das Feuer nicht verlöscht, darauf kommen wir noch zu sprechen, und wo ihr Wurm nicht stirbt. Nun, auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber ich möchte hier kurz einmal Ihnen etwas zu Gehör bringen. Ich bekam ein Memorandum von einem Zuschauer. Entschuldigen Sie bitte. Und dieser Zuschauer sagte, ich hätte eine Frage zum Markus-Evangelium in der Guten Nachricht-Bibel, Kapitel 9, Verse 42 bis 48. Und es heißt hier, ich kenne ja Ihre Videos über die Wahrheit, über Himmel und Hölle, die Verdammten der Ungerechten, in denen Sie sehr genau erklären, was es mit Himmel und Hölle auf sich hat und dass natürlich für keiner für immer in einer Hölle gefoltert wird. Aber wie gesagt, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Nun ist meine Frage, was hat es mit dem Satz auf sich, in dem es heißt, es ist besser, mit nur einem Auge in die neue Welt Gottes zu kommen, zitiert diese Person also jetzt von der guten Nachricht, als mit beiden Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo die Qual nicht aufhört und das Feuer nicht ausgeht. Nun, ich habe dann in diesem Antwortschreiben erklärt, dass diese Nachricht, diese gute Nachrichtsübersetzung, total fehlerhaft ist, denn wo die Qual nicht aufhört, steht keineswegs im Urtext. Dies wurde von der guten Nachricht-Übersetzung eingefügt, interpretiert. Man muss sehr aufpassen, wenn man die Bibelstellen liest, was sie in Wirklichkeit sagen und was Übersetzer da hineingelesen haben und hineingefügt haben. Und so sage ich ja auch, dass
Dieser Zusatz, wo die Qual nicht aufhört, keineswegs im Urtext steht und auch in der Lutherbibel nicht zu finden ist. Hölle, schreibe ich hier, ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Gehenna. Also das ist wichtig zu begreifen, darauf kommen wir noch zu sprechen. Auch hier als Vorgabe sozusagen, wo es heißt, wo das Feuer nicht verlöscht, auch das ist unglücklich übersetzt, es sollte heißen, wo das Feuer nicht gelöscht wird. Auch darauf werden wir noch eingehen. Das ist ein Unterschied, ob wir sagen, das Feuer verlöscht nicht, oder ob wir sagen, das Feuer wird nicht gelöscht. Ein sehr gewaltiger Unterschied. Und dann erkläre ich auch hier in diesem Memorandum, was es mit der Aussage auf sich hat, wo ihr Wurm nicht stirbt. Und was es mit der Aussage auf sich hat, dass wir unsere Hände, unsere Füße, unsere Augen uns ausreißen sollen. Aber darauf werden wir noch in weiteren Predigten zu sprechen kommen. Hier geht es mir darum, zunächst einmal als Überblick Ihnen zu sagen, hier in dem Markus-Bericht wird von Hölle gesprochen. Und in der Tat wird hier das Wort Gehenna erwähnt. Und dieses Wort Gehenna bezieht sich auf das Feuer. Nun, in der Bibel wird auch mit Hölle ein weiteres Wort übersetzt. Im Hebräischen steht das Wort Sheol und im Griechischen steht das Wort Hades. Sheol und Hades beziehen sich auf das Gleiche, auf die Hölle, aber es bedeutet hier nichts weiter als ein Grab. Und deswegen sagte ich, wenn sie sterben, dann kommen sie in die Hölle. Mit anderen Worten, sie werden begraben, sie liegen dann in einem Grab. Aber Christus sagt ja, alle die, wenn ich komme, meine Stimme hören werden, die werden herauskommen aus dem Grab. Und so werden auch diejenigen, die bereits jetzt schon gestorben sind, in der Hölle sein. Jeder geht in die Hölle in dem Sinne, dass jeder ins Grab geht. Nun, das bedeutet nicht, dass jeder jetzt in einem Grab, wie wir es heute kennen, sein muss. Einige wurden mumifiziert, andere sind durch nukleare Zerstörung total irgendwie gar nicht mehr existent, in dem Sinne, dass ihre Teilchen überall jetzt sein werden. Andere wurden verbrannt. Aber gleichwohl ist die Idee die, sie sind begraben. Sie liegen also in einem Grab, sie liegen in der Hölle in dem Sinne. Aber mit dieser Hölle, mit diesem Wort Hades oder mit dem Wort Sheol, wird eben, und das ist wichtig zu verstehen, nicht das Wort Feuer verbunden. Nirgendwo in der Bibel wird, wenn von dem Grab gesprochen wird, ob es jetzt Sheol ist oder ob es Hades ist, dies mit Feuer in Verbindung gebracht. Feuer bezieht sich lediglich auf das Wort Gehenna im Neuen Testament, wie wir bereits gesehen haben. Auch natürlich wird dies mit Hölle übersetzt. Und dadurch wird natürlich auch eine Verwirrung erzeugt. Wenn der Übersetzer sowohl das Wort Hades als auch das Wort Gehenna mit Hölle übersetzt, dann weiß der Leser nicht unbedingt, was jetzt gemeint ist, wovon jetzt die Rede ist. Und dann gibt es sogar noch ein weiteres Wort, das mit Hölle übersetzt wird in einigen Stellen oder in einigen Übersetzungen der Bibel. Und dieses Wort wird aber nur ein einziges Mal im Neuen Testament gebraucht. Und zwar ist das griechische Wort Tartaros. Nun, die Griechen haben natürlich auch hier wiederum aus Tartaros irgendwie einen Ort gemacht, wo jetzt Dämonen gefoltert werden. Das Wort Tartaros bezieht sich in der Tat auf Dämonen. Aber schauen wir uns kurz einmal dieses Wort an. Die einzige Stelle, wo es erwähnt wird, in 2. Petrus Kapitel 2. In 2. Petrus Kapitel 2 und in Vers 4. 2. Petrus, Kapitel 2 und Vers 4. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont. Schauen Sie, Gott erschuf Engel, Engelwesen. Aber einige dieser Engelwesen, die Bibel zeigt uns, dass es ungefähr ein Drittel aller erschaffenen Engelwesen war, die haben gesündigt, die haben sich gegen Gott erhoben, die haben dem Luzifer nachgefolgt und sind dem nachgefolgt. Und dieser Luzifer, der hat sich ja gegen Gott erhoben, wollte Gott von seinem Thron werfen, hat gegen Gott rebelliert und er wurde zu Satan, dem Teufel. Hat natürlich bei diesem Aufstand verloren. Und die Engel, die ihm folgten, die wurden heute zu Dämonen, sind heute als Dämonen bekannt. Oder auch Teufel, wird manchmal in der Bibel gesagt. Aber diese Engel, die gesündigt haben, sagt Gott, die hat Gott nicht verschont, sondern er hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen. Aber hier ist das Wort Tartaros im Griechischen, und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und wie ich schon des Öfteren gezeigt habe, ist hier mit diesem Wort Hölle
in diesem Falle kein Ort gemeint, sondern ein Zustand. Die Geister der Finsternis leben in Finsternis, in diesen finsteren Höhlen, wie es manchmal auch übersetzt wird in anderen Stellen, in anderen Übersetzungen, würde ich sagen. Es geht hier um einen Zustand. Es geht nicht darum, dass die jetzt an einem Ort gebunden sind, weil nämlich ja auch Satan nach wie vor auf dieser Erde herrscht und herumgeht, wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wen er verschlingen kann. Und wir lesen, dass die Dämonen Geister der Finsternis sind, die in dieser Finsternis herrschen. Es geht hier um einen Zustand, die sind von Finsternis umgeben, in dem Sinne, dass ihr Sinn verfinstert wurde. Aber das ist ohnehin nur die einzige Stelle, wo das Wort Tartaros erwähnt wird. Es bezieht sich ausschließlich auf Dämonen, also gar nicht auf Menschen. Aber wie sieht es jetzt mit Gehenna aus? Nun, das Wort Gehenna, wie uns alle Bibelkommentatoren zeigen, wenn sie die Wahrheit kennen oder wenn sie zumindest die Fakten in der Beziehung kennen, das Wort Gehenna leitet sich von dem Tal Hinnom ab. Ein Tal, das vor Jerusalem liegt. Ein Tal, wo damals zur Zeit von Jesus Christus zum Beispiel der Unrat verbrannt wurde. Da war nämlich ein Feuer. Und der Unrat, der Abfall, der wurde in dieses Feuer geworfen, in diesem Tal Hinnom, und wurde dort verbrannt. Und manchmal war es so, dass man Leichen von Verbrechern, die also hingerichtet worden waren oder die gestorben sind, die wurden auch in dieses Tal geworfen, um dort verbrannt zu werden. Die Leichname wurden verbrannt. Nun kam es hin und wieder vor, dass einige dieser Leichname in den Klüften hängen blieben. Und so möchte ich kurz jetzt auf die Stelle eingehen, wo es ja heißt, dass der Wurm nicht stirbt. Und ich möchte hier kurz noch einmal vorlesen, was ich damals dem Leser geschrieben habe im Hinblick auf diese Aussage, wo der Wurm nicht stirbt. Was ist damit gemeint? Nun, ich schreibe hier, es ist unglücklich formuliert. Es ist dies eine Anlehnung an Jesaja 66, Vers 24, denn da kommt nämlich das her, dass Gott sagt, dass während des Millenniums die Menschen auf die Leichname derer blicken, die eben gegen ihn gesündigt haben, wo ihr Wurm nicht stirbt. In beiden Fällen wäre die Übersetzung Made eine bessere Übersetzung. Es bezieht sich auf die Leichen verstorbener und hingerichteter Verbrecher, die in das Tal Hinnom, und das Wort Gehenna für Hölle leitet sich von diesem Wort ab, außerhalb Jerusalems geworfen wurden, um dort verbrannt zu werden. Doch manchmal blieben die Leichen dabei in den Klüften liegen. Insekten legten dort Eier ab, die sich zu Maden entwickelten, die nicht starben, da sie sich dann durch die Metamorphose zu Fliegen verwandelten. Nun, dies war ein bekanntes Phänomen, auf das sich Jesus hier bezieht, um das Gehennafeuer hiermit zu vergleichen. Einige sagen, ja, das ist mit dem Wurm, ist also das Gewissen gemeint, das nicht stirbt. Aber schauen Sie, Jesaja sagt uns, sie werden auf die Leichname derer blicken. Die sind also tot. Wenn sie tot sind, haben sie auch kein Gewissen mehr. Und es heißt auch nicht, dass sie unsterbliche Würmer geworden seien, sondern wo ihr Wurm nicht stirbt. Diese Made, die eben nicht sterben würde, sie würde sich zu Fliegen entwickeln. Den Menschen damals war ganz klar, was Jesus hier sagen wollte. Den Menschen heute ist es keineswegs klar. Achten Sie darauf, dass normalerweise, bis auf diese Tatsache, dass Leichname, die in den Klüften hängen blieben, da kam dann der Wurm, der nicht stirbt, aber normalerweise wurden die Leichname, wenn sie ins Feuer geworfen wurden, verbrannt. Die brannten da nicht ewig. Die mussten nicht unsterbliche, ewige Qualen erleiden, die wurden verbrannt. Das ist das, worauf sich Christus hier bezieht, wie wir noch sehen werden. In Lukas Kapitel 12, schauen wir uns einmal Vers 5 an. Und ich weiß, Sie denken vielleicht jetzt schon an einige Stellen, wo Sie meinen, dass die etwas anderes sagen. Da werden wir schon noch zu sprechen kommen. Haben Sie bitte die Geduld, mir zu folgen hier. Und schauen wir uns zunächst einmal als Überblick an diese Stellen an. Lukas Kapitel 12 und Vers 5. Hier sagt Christus, ich will euch zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem
fürchtet euch. Hier ist wiederum mit Hölle das Wort Gehenna im Griechischen zu finden. Also mit derjenige, der getötet worden ist, der im Grab liegt, in Hades. Das ist alles, was ein Mensch tun kann. Schauen Sie, wenn ein Mensch Sie umbringt, im schlimmsten Falle, dann hört damit seine Herrschaft über Sie aus oder auf. Aber Gott hat natürlich dann auch die Macht, wie wir noch sehen werden, Sie aus diesem Grab herauszuholen, um Sie dann in die Hölle, ins Gehennafeuer zu werfen. Aber schauen Sie, dieses Gehennafeuer, wie es hier in Lukas 12 und Vers 5 gesagt wird, dieses Gehennafeuer ist das endgültige Feuer, das einem die Existenz total nimmt. Der Mensch, der sie tötet, der kann nicht verhindern, dass sie wieder auferweckt werden. Aber Gott kann natürlich es verhindern, indem er sie nicht mehr aufweckt. Auferweckt. Oder wenn er sie auferweckt und sie dann ins Gehennafeuer wirft, wo sie, wie wir sehen werden, verbrannt werden, ihre Existenz ausgelöscht werden wird, von dem es keine Auferstehung mehr gibt, der ist natürlich derjenige, den wir respektieren sollen, den wir achten sollen, den wir in diesem Sinne fürchten sollen. Nun, Sie haben ja doch gehört, dass einige in die Hölle gehen, in die feurige Hölle, wenn sie sterben. Andere, die gehen in den Himmel ein. Und wir hatten bereits schon in vergangenen Predigten gesehen, dass diese Idee auch keineswegs in der Bibel zu finden ist. Und einige gehen dann halt in das Fegefeuer. Also drei verschiedene Orte. Und wie sieht es mit den Tieren aus? Wo gehen die hin, wenn sie sterben? Gehen die auch in den Himmel? Oder in die Hölle? Oder ins Fegefeuer? Haben Sie jemals gehört, dass Tiere in den Himmel gehen? Oder in die Hölle? Oder ins Fegefeuer? Und doch sagt uns die Bibel etwas sehr Bemerkenswertes über das Schicksal von Menschen und Tieren. Im Predigerbrief, Kapitel 3. Prediger, Kapitel 3. Und die Verse 19 und 20. Prediger, Kapitel 3. Die Verse 19 und 20. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben alle einen Odem, und der Mensch hat nichts voraus für dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Alles, der Mensch und das Vieh, die fahren an einen Ort, in das Grab, in die Hölle sozusagen. Aber Sheol ist hier gemeint, Hades ist hier gemeint, keineswegs Gehenna. Zunächst einmal sterben alle und werden zu Staub. Aus Staub wurden sie gemacht, zu Staub werden sie wieder werden. Sowohl der Mensch als auch das Tier. Sie haben den gleichen einen Ort, dem sie entgegengehen. Also zunächst einmal wird hier nicht von drei verschiedenen Orten gesprochen. Es wird nicht gesagt, ja, einige gehen an den Ort des Himmels, andere gehen an den Ort der Hölle und andere gehen an den Ort des Fegefeuers und andere gehen vielleicht sogar noch an den Ort des Limbo. Es ist nur ein Ort und der Ort ist mit dem Ort vergleichbar oder identisch, zu dem das Tier geht. Also auch hier, allein diese Stelle zeigt uns bereits, dass da etwas falsch sein muss mit der Idee, dass einige nach dem Tod in den Himmel eingehen, andere in die Hölle, andere ins Fegefeuer, andere in das Limbo. Haben Sie jemals gehört, dass Tiere in einer ewig währenden Hölle gefoltert werden? Römer Kapitel 6, Vers 23 sagt uns etwas sehr Bedeutsames über den Tod aus. Nun, wenn Sie nur das akzeptieren wollen, was die Bibel hier sagt, ohne jetzt zu versuchen, herumzuinterpretieren und da irgendwelche Ideen hineinzulesen, dann ist das, was hier gesagt wird, sehr klar. Römer Kapitel 6 und Vers 23. Der Sünde Sold ist der Tod. Der Tod ist etwas anderes als das Leben. Der ewige Tod ist etwas anderes als das ewige Leben, offensichtlich. Im Hesekiel-Buch lesen wir, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Also die soll in den Tod eingehen. Diese Stelle allein zeigt uns bereits, dass es keine unsterbliche Seelen gibt. Aber hier heißt es, der Sünde soll ist der Tod. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Sünde ist, wenn Sie etwas wissen zu tun und es nicht tun. Sünde ist, wenn Sie
etwas nicht tun, von dem sie wissen, dass sie es tun sollten. Derjenige, der weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Schauen Sie, Gott zeigt uns, was Sünde ist. Gott zeigt uns, wie man die Sünde überwinden kann. Jesus Christus kam, um für unsere Sünden zu sterben, sodass wir Vergebung für unsere Sünden erhalten können. Wenn wir unsere Sünden nicht bereuen, und zwar in endgültiger Weise nicht bereuen, wenn wir uns absolut weigern, unsere Sünden zu bereuen, dann begehen wir in der Tat die unvergebbare Sünde. Wenn wir erkannt haben, was Sünde ist, wenn wir Gottes Geist erhalten haben, der uns zeigt, was Sünde ist, und wir gleichwohl uns dann davon abwenden und nichts mehr wissen wollen von Gottes Lebensweg. Aber was ist der Sünde-Sold? Das ist das, was man erhält als Lohn sozusagen, als Verdienst, wenn man sündigt, und das ist der Tod. Aber schauen wir, wie es weitergeht an dieser Stelle. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Zwei Gegensätze. Auf der einen Seite Tod, auf der anderen Seite Leben. Wenn Sie das ewige Leben erhalten, dann sind Sie nicht mehr tot. Wenn Sie tot sind, solange wie Sie tot sind, leben Sie nicht. Mit anderen Worten, die Idee, dass wenn man stirbt, man trotzdem weiterlebt als unsterbliche Seele, entweder im Himmel oder in der Hölle oder im Fegefeuer, entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn sie sterben, sind sie zunächst einmal tot. Und wenn sie die unvergebbare Sünde begehen und dann, wie wir noch sehen werden, den zweiten Tod, den letztendlichen Tod erleiden müssen, dann sind sie tot. Dann leben sie nicht mehr weiter in einer Hölle oder irgendwo sonst. Dann hat ihre Existenz aufgehört. Dann sind sie nicht mehr ein lebendes Wesen. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und das ist auch das, was uns Hebräer Kapitel 10 sagt. Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 und 27. Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 und 27. Denn wenn wir mutwillig sündigen, mutwillig, das bedeutet, man hat die Wahrheit erkannt, wie uns das auch andere Stellen sagen. Man hat die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt, man hat erkannt, wer Jesus Christus war, wer Gott der Vater war, was Christus für uns tat, wer wir sind. Wir haben den Heiligen Geist erlangt. Wir fallen dann doch ab von dem wahren Lebensweg. Wenn wir mutwillig sündigen, nicht mehr willens zu bereuen. Und die unvergebbare Sünde ist die Sünde, die nicht bereut werden kann, weil man sie nicht bereuen will. Wenn wir also mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Nun, einige meinen, sie hätten die Erkenntnis der Wahrheit empfangen, haben sie aber nicht empfangen. Man muss ja aufpassen. Einige oder die meisten eigentlich, die meinen, Christen zu sein, die nominell Christen sind, aber nicht nach dem leben, was Gott uns vorschreibt, die haben die Wahrheit nicht empfangen, jedenfalls nicht die Wahrheit, die von Gott kommt. Aber hier diejenigen, die sie empfangen haben, die aber dann mutwillig sündigen. Da heißt es, die haben hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Christus starb für sie einmal, für ihre Vergebung, aber wenn sie ihn erneut kreuzigen, wie es heißt, dann haben sie keine Vergebung ihrer Sünden mehr. Sondern, Vers 27, nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, hier geht es um das Gehenna-Feuer, das Feuer, das mit der Hölle in Verbindung gebracht wird, das die Widersacher verzehren wird. Verzehren wird. Wenn das Feuer etwas verzehrt, dann verbrennt es das, was verzehrt wird, bis es dann nicht mehr existiert. Es heißt hier nicht, dass die Widersacher für alle Zeit und Ewigkeit quälen wird. Es heißt, es wird die Widersacher verzehren. Ihre Existenz wird ausgelöscht, wenn wir akzeptieren wollen, was die Bibel klar und deutlich lehrt. Das sind klare Stellen, an denen es eigentlich nichts herumzudeuteln gilt und gibt. Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, die Verse 15 bis 19. Matthäus Kapitel 7, die Verse 15 bis 19. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und Sie haben vielleicht auch schon mal solche falschen Propheten kennengelernt, die in Schafskleidern kommen, die sehr demütig sich geben.
mein Bruder, zu dir sagen, gehe im Frieden und was weiß ich nicht alles, schöne Reden von sich geben. Aber inwendig sind sie reißende Wölfe, die wollen sie zerreißen, ihnen die Wahrheit nehmen, die sie vielleicht erkannt haben oder verhindern, dass sie überhaupt die Wahrheit erlangen. An ihren Früchten, heißt es hier in Vers 16, sollt ihr sie erkennen. An ihren Früchten, was für Früchten und wie sie leben. Was ihre Lehren für Konsequenzen haben. Wie zum Beispiel die Lehre von einer ewig währenden Hölle. Was die für Konsequenzen hat, wenn man sich das richtig überlebt. Deswegen sind viele auch in der evangelischen Kirche bereits zu dem Schluss gekommen, da kann etwas nicht dran stimmen. Irgendwie passt das nicht zu der ewig währenden Barmherzigkeit Gottes, da die Sünder für alle Zeit und Ewigkeit in einer Hölle zu martern. Die meisten wissen vielleicht nicht, dass vor einigen Jahren der Papst, der jetzige Papst, in einer Predigt gesagt hat, man müsse die Idee mit der Hölle, wie sie gelehrt wird, überdenken, da ist irgendwas nicht in Ordnung damit. Das wurde damals in England ziemlich deutlich publiziert, in Deutschland so gut wie gar nicht. Aber das ist etwas, was eben gesagt worden ist. Einige überlegen sich das schon und sagen, ja, also irgendwie kann das ja nicht stimmen. Aber lesen wir hier weiter. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Nun, ein Baum, der in ein Feuer geworfen wird, der verbrennt. Der bleibt nicht für ewig und alle Tage ein Baum, der in einem Feuer dann gequält wird. Die gute Nachricht übersetzt hier sogar, obwohl das nicht im Urtext hier steht, aber die haben das hier zumindest in diesem Falle richtig kapiert. Und die übersetzen sogar, der wird verbrannt. Der wird verbrannt. Schauen Sie, wenn man ins Feuer geworfen wird, wird man verbrannt. Und das ist genau das, was hier auch zum Ausdruck gebracht werden soll. Aber schauen wir uns Matthäus Kapitel 23 an und Vers 33. Matthäus 23 und Vers 33. Hier wird nämlich etwas über das Gehennafeuer gesagt. Matthäus 23 und Vers 33. Er spricht hier die Pharisäer an. Die Pharisäer, die wussten, wer Jesus Christus war. Schauen Sie, als der Nikodemus zu Christus bei Nacht kam, das war ja einer von den Pharisäern, der sagte zu Christus, wir wissen, dass du ein Prophet bist von Gott gesandt, denn keiner kann die Dinge tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Aber die wollten Christus nicht anerkennen, weil sie ihren eigenen Vorteil behalten wollten. Die wollten nach wie vor die Privilegien haben, die ihnen von der römischen Besatzungsmacht gewährt worden waren. Und so sagt Christus hier auch zu denen, ihr Schlangen, ihr Otternbrut. Hört sich nicht so demütig an, wie so einige heute das von sich geben wollen für sich selbst, wenn sie so mit geschwülstigen Worten ihre Dinge so von sich geben. Der sagt zu denen, ihr Schlangen, ihr Otternbrut. Und er sagt sogar, wie wollt ihr denn der höllischen Verdammnis entrinnen? Der höllischen Verdammnis. Schauen Sie, wer in den feurigen Pfuhl, dieses Gehennafeuer, auf das wir noch eingehen werden, geworfen wird, der wird in die höllische Verdammnis geworfen, um dort verbrannt zu werden, ausgelöscht zu werden. Einige werden gerettet, wie es heißt im Buch Markus, andere werden verdammt, weil sie die Rettung, die Christus uns anbietet, die Gott der Vater uns anbietet, ablehnen. Das ist mit höllischer Verdammnis gemeint, nicht, dass man für alle Zeit und Ewigkeit in einem höllischen Feuer gequält wird. Davon sagt die Bibel keineswegs. Schauen wir uns einmal Psalm 37 an, Vers 20. Dieser Psalm sagt uns, was mit denen geschieht, die in die höllische Verdammnis gelangen, die in das höllische Feuer, dieses Gehennafeuer, geworfen werden. Psalm 37 und Vers 20. Die Gottlosen werden umkommen.
Und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, die werden doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Weil offensichtlich, wenn man verbrannt wird, dann entsteht Rauch, aber der wird auch vergehen. Die werden total ausgelöscht werden. Im Buch Maleachi wird das Gleiche uns gesagt. Maleachi Kapitel 3. Maleachi Kapitel 3 und Vers 19. Maleachi Kapitel 3 und Vers 19. Denn siehe, sagt Christus hier, inspiriert Christus den Maleachi zu sagen, es kommt ein Tag, der brennen soll, wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Die werden Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden. Nun, wenn Stroh angezündet wird, was geschieht mit dem Stroh? Es verbrennt. Es wird ausgelöscht. Dieser Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Die werden total ausgelöscht. Und dann in Vers 21, ihr, die ihr jetzt das ewige Leben erlangt, das heißt nämlich in Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Ihr, Vers 21, werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub, oder besser übersetzt, wie es einige auch haben, Asche, unter euren Füßen werden, an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Dieser Tag bezieht sich auf den Tag der dritten Auferstehung. Wenn diejenigen, die gottlos gelebt haben, die unvergebbare Sünde begangen haben, auferweckt werden, um dann wie Stroh verbrannt zu werden und sie werden dann Asche sein unter den Füßen der Gerechten. Klare Stellen, die uns aber heute manchmal schleierhaft vorkommen, wenn wir an diese Idee der ewig brennenden Hölle denken. In Offenbarung Kapitel 21 wird uns mehr gesagt über das Gehenna-Feuer. Offenbarung Kapitel 21 und in Vers 8. Da heißt es, die Feigen aber und die Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Der erste Tod ist etwas, was wir alle erleiden. Wir alle sterben. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, heißt es, und dann das Gericht. Aber dann gibt es auch die Auferstehung von dem ersten Tod. Jeder, der den ersten Tod stirbt, wird auferweckt werden. Aber es gibt eben, wie ich auch bereits deutlich gemacht habe, verschiedene Auferstehungen. Es gibt eine Auferstehung zum ewigen Leben und es gibt eine Auferstehung zum Gericht. Das große weiße Throngericht in Offenbarung 20 spricht davon. Aber es gibt eben auch eine dritte Auferstehung zum ewigen Tod. Es sind diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, die den ewigen Tod, den zweiten Tod erleiden sollen, erleiden werden. Der Sünde sollt ist der Tod, wie wir lesen. Nicht ewiges Leben in einer Hölle, nein, es ist Tod, der hier uns verdeutlicht wird. In Offenbarung Kapitel 20, die Verse 13 und 14. Und das Meer gab die Toten heraus. Hier wird eine Auferstehung beschrieben. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich, interessanterweise ist hier das Wort Hades gebraucht im Griechischen. Also diejenigen, die gestorben sind, die im Grab sind, die gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, an jeder nach seinen Werken. Aber jetzt werden sie verurteilt, weil das ist die dritte Auferstehung. Die haben bereits die unvergebbare Sünde begangen in ihrem Leben. Die werden jetzt gerichtet im Sinne von verurteilt, verdammt. Und es heißt hier, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Der Tod, Hades und sein Reich, werden geworfen in den feurigen Pfuhl. Mit anderen Worten, die das erste Mal gestorben sind, die dann auferweckt werden, die werden jetzt geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Dieser Feuersee, von dem wir hier lesen. Das Gehenna-Feuer, in dem aber die, die dann dort hineingeworfen werden, verbrannt werden sollen.
Es heißt hier in Vers 15, wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Der zweite Tod, von dem es keine Auferstehung mehr gibt. Aber es heißt ja keineswegs, dass die jetzt für alle Zeit und Ewigkeit dort gefoltert werden sollen. Lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 19 und in Vers 20. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen. Nun, wir kennen ja alle hoffentlich die Bedeutung des Tieres. Das Tier ist ein militärischer und auch wirtschaftlicher Führer, der noch in der Zukunft erstehen wird, und zwar in Europa. Und dieses Tier wird mit dem falschen Propheten Hand in Hand gehen. Und die Menschen werden verführt werden von diesen beiden sehr einflussreichen Persönlichkeiten. Aber es sind Persönlichkeiten, die sich gegen Gott und sein Wort stellen werden. Das sagt die Bibel deutlich. Und wenn Christus zurückkommt, werden die sogar gegen Christus kämpfen wollen, werden natürlich besiegt werden. Und so lesen wir hier, und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten, lebendig, weil die werden dann leben, wenn Christus zurückkommt, lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Aber schauen Sie, das ist nur ein Vorläufer des endgültigen feurigen Pfuhls. Dieser feurige Pfuhl wird existieren im Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, wird dann das gesamte Millennium hindurch weiter existieren, wird dann im Zeitpunkt der dritten Auferstehung dazu benutzt, dass die Ungerechten, die unvergebbare Sünde begangen haben, dort hineingeworfen werden. Also hier werden Vorläufer erwähnt, wie ja zum Beispiel auch das Tal Hinnom, auf das Christus sich bezog, ein Vorläufer war auf den letztendlichen feurigen Pfuhl, von dem Offenbarung 20 spricht. Ein feuriger Pfuhl als Vorläufer kann auch dann letztendlich in 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 10 gesehen werden. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 10. Denn hier wird noch etwas gesagt über das, was in der Zukunft geschehen wird. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Des Herrn Tag bezieht sich auf die Zeitspanne, wenn Christus beginnt, in die Welt, in das Weltgeschehen einzugreifen, aktiv einzugreifen. Dieser Tag des Herrn beinhaltet natürlich auch das Kommen Jesu Christi. Aber der Tag des Herrn hört dann nicht auf. Der Tag des Herrn wird eigentlich weiter andauern, das gesamte Millennium hindurch, das große weiße Throngericht hindurch, die dritte Auferstehung hindurch, denn der Tag des Herrn ist ja dann die Zeit, wenn der Herr regiert. Und schauen Sie, was dann geschehen wird nach der dritten Auferstehung. Nachdem diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben, in den feurigen Pfuhl geworfen und dort verbrannt worden sind. Das heißt hier, dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, die werden ihr Urteil finden. Oder wie andere Übersetzungen es besser haben, die werden total verbrannt werden. Die jetzige Erde, wie wir sie heute kennen, und sogar das Universum, wird einmal aufhören zu existieren in dem Sinne. Nun, das Buch Prediger sagt uns, die Erde wird für immer bestehen, und das ist auch richtig, aber nicht in dem Zustand, in dem sie heute ist. Also schauen Sie, auch der feurige Pfuhl wird letztlich als ein Vorläufer dienen für das Verbrennen der Erde und sogar des Universums. Aber dann kommt etwas, danach, damit hört nicht alles auf. Es heißt hier, wenn nun das alles so zergehen wird in Vers 11, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, oder man kann auch übersetzen, beschleunigt, ihr persönliches Verhalten hat viel damit zu tun, kann viel damit zu tun haben, wann Christus zurückkommt. Sie können die Wiederkunft Christi verzögern. Sie können sie beschleunigen. Wodurch? Nun, Gott sagt Ihnen, wenn Sie berufen sind, dass er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle zur Reue kommen. Nun, wir wissen, die meisten Menschen heute sind nicht berufen.
Christus bezieht sich also nicht hier auf die gesamte Welt, er bezieht sich auf sie, die sie berufen sind. Er wartet darauf, dass sie bereuen. Wie auch in dem Gleichnis von dem Baum, das der 3 Jahre lang gestanden hat und keine Frucht gebracht hat. Und der Meister kam und sagte, wir hauen den um. Und der Verwalter sagte, gib ihm noch 1 Jahr Zeit. Mal sehen, ob er dann Frucht bringt. Und wir werden ihn noch weiter düngen. Vielleicht bringt er dann Frucht. Wenn nicht, dann hau ihn um. Gott gibt ihnen Gelegenheit zu bereuen. Gott gibt ihnen Gelegenheit, den richtigen Weg zu gehen. Aber Gottes Geduld hat auch ihr Ende in dem Sinne, dass er sagt, die Zeit ist nun um. Aber während dieser Zeit, die er ihnen gibt, er will, dass sie bereuen. Er verzögert nicht die Verheißung des Kommens Jesu Christi, sondern er will, dass jeder, der berufen ist, zur Reue kommt, sodass er ins Reich Gottes eingehen kann, wenn Christus zurückkommt. Wenn sie ihre Reue verzögern, verzögern sie damit auch in gewisser Weise den Zeitpunkt der Rückkehr Jesu Christi. Auf der anderen Seite heißt es, sie können den Zeitpunkt der Rückkehr Jesu Christi beschleunigen, dadurch nämlich, dass sie sich beeilen zu bereuen, sozusagen, dass sie wirklich jetzt Feuer und Flamme sind im Hinblick auf den Lebensweg Gottes, sodass Gott nicht auf sie warten muss, dass sie doch endlich noch bereuen. Aber lesen wir hier, was da steht. In Vers 12, an dem, oder aufgrund dessen, wie es heißen sollte, die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Schauen Sie, dieser feurige Pfuhl, der zunächst einmal begrenzt ist auf den Ort des Tales Hinnom, auch in der dritten Auferstehung vor Jerusalem, denn Christus herrscht ja von Jerusalem, der wird dann die ganze Welt letztendlich umfassen und nicht nur das, sondern das gesamte Universum. Aber was dann? Was dann? Wir, Vers 13, warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es heißt, Gott wird einen neuen Himmel oder neue Himmel, Plural, und eine neue Erde schaffen. Das ist ein Thema für sich, ein sehr interessantes Thema. Die Bibel zeigt uns auch an und deutet uns auch an, was diese neue Erde und dieser neue Himmel, dieser neuen Himmel, was die sein werden. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für eine andere Predigt. Was ist mit Offenbarung 20 in Vers 14 gemeint, wenn es heißt, dass der Tod und sein Reich ins Feuer geworfen werden? Nun, wie ich bereits sagte, es geht hier um Hades. Es geht um die Hölle, wenn einige Bibelstellen das so übersetzen. Die Hölle wird in die Hölle geworfen, schauen Sie. Es ist Hades, das Grab, das in den feurigen Pfuhl geworfen wird, um dort verbrannt zu werden, wenn eben die unvergebbare Sünde begangen worden ist. Nun schauen wir uns Matthäus Kapitel 3 und Vers 12 kurz an. Und wie gesagt, alles dies dient mehr oder weniger heute zur Einleitung. Ich gehe auf viele dieser Stellen noch zurück in den nächsten Predigten. In Matthäus Kapitel 3 und Vers 12. Ich glaube, das wird die einzige Stelle sein, für die ich heute noch Zeit habe, die ich allerdings mit anderen Bibelstellen erklären möchte. In Matthäus 3 und Vers 12, da lesen wir. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Nur was ist mit dem unauslöschlichen Feuer gemeint? Die Spreu, das sind natürlich diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben. Die werden verbrannt werden, auch hier wiederum verbrannt werden. Nicht ewig brennen in einer Hölle, die werden verbrannt werden, aber mit unauslöschlichem Feuer. Was ist mit unauslöschlichem Feuer gemeint? Und wir hatten gesehen, man wird verbrannt mit diesem unauslöschlichen Feuer. Nun schauen wir uns einmal eine Parallelstelle in Offenbarung Kapitel 18 an. Offenbarung Kapitel 18 und Vers 8. Offenbarung Kapitel 18 und Vers 8. Dann werden ihre Plagen, das ist die Rede von Babylon, der Stadt Babylon, an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger,
und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Das gleiche Wort, meine Damen und Herren, was hier gebraucht wird für verbrannt, wird auch in Matthäus gebraucht, wo es heißt, sie werden mit unauslöschlichem Feuer verbrannt werden. Das Wort ist im Griechischen katakaio. Und das Wort katakaio bezeichnet ein Verbrennen. Nicht ein für ewige Zeiten Brennen, ein Verbrennen, das zur Auslöschung dessen führt, was verbrannt wird. Im Buch Obadja lesen Sie in Vers 16, das Buch hat ja nur ein Kapitel, dass es dann so sein wird, diejenigen, die verbrannt werden, als hätte es sie nie gegeben. Alles das, was die Person ausgemacht hat, wird verbrannt werden, wie auch die Stadt Babylon verbrannt werden wird. Und dann lesen wir ja auch im Buch der Offenbarung später, in Vers 21, dass sie dann aufhören wird zu existieren. Offenbarung 18, Vers 21, ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Schauen Sie, die wird dann nicht für alle Ewigkeit brennen, die wird nicht mehr gefunden werden. Und so werden diejenigen verbrannt werden, aber es heißt mit unauslöschlichem Feuer. Nun, mit diesem unauslöschlichen Feuer ist ein Feuer gemeint, das von dem Menschen nicht gelöscht werden kann. Nun, Gott kann mit Sicherheit ein Feuer löschen, was er in die Existenz bringt. Es kann also nicht so sein, dass das Feuer nicht löschbar ist, in dem Sinne, dass Gott es nicht löschen könnte. Es geht darum, der Mensch kann es nicht löschen. Und die Bibel spricht vielfach von einem unauslöschlichen Feuer, macht aber deutlich, dass dieses Feuer gleichwohl einmal ausgehen wird. Wie ich ja bereits sagte, dieses Feuer wird in ein Feuer umschlagen, das die gesamte Erde, das gesamte Universum verbrennen wird, aber dann wird es aufhören zu brennen, wenn nichts mehr da ist zu brennen, und dann wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Kehren wir zu Markus Kapitel 9 zurück. Markus Kapitel 9. Und da heißt es hier in Vers 43, wie wir bereits gelesen hatten, es ist besser, du nimmst dich also in Acht und gehst mit deiner Hand und mit deinem Fuß und mit deinen Augen sorgsam um, wie wir noch sehen werden, das ist genau das, was damit gemeint ist. Es ist besser, du gehst verkrüppelt, wie es heißt, in das Leben ein, das ewige Leben, das Reich Gottes, als dass du in die Hölle fährst, in das Feuer, das nie verlöscht, heißt es hier in der Lutherbibel, im Markus Bericht, aber das ist eigentlich eine sehr ungünstige Übersetzung. Es heißt nämlich nicht im Urtext, nicht verlöscht. Die Elberfelder Bibel übersetzt in das unauslöschliche Feuer. Also wiederum die gleiche Ausdrucksweise wird gebraucht, wie auch hier in Matthäus und Lukas, in das unauslöschliche Feuer. Aber auch das könnte zu Missverständnissen führen. Und die Übersetzung von Webster, Webster's Bible Translation, hat es noch am besten. Die übersetzen in das Feuer, das nicht gelöscht wird. Das nicht gelöscht wird. Es wird nicht gelöscht vom Menschen. Es wird aber ausgehen, wenn nichts mehr da ist, was verbrannt werden kann. Und diese Ausdrucksweise wird in der Bibel durchaus in anderen Stellen auch gebraucht. Schauen wir uns einmal Jeremia Kapitel 17 an. Jeremia Kapitel 17. Und in Vers 27, Jeremia Kapitel 17 und Vers 27, da sagt Gott zu den Israeliten zur Zeit von Jeremia, wenn ihr aber nicht auf mein Gebot hören, den Sabbattag zu heiligen und keine Last am Sabbattag zu tragen durch die Tore Jerusalems, also werdet ihr nicht darauf hören, so will ich ein Feuer in ihren Toren anzünden, das die festen Häuser Jerusalems verzehrt und nicht gelöscht werden kann. Und das ist in der Tat auch geschehen. Es kam dahin, dass in der Tat ein Feuer Jerusalem verzehrte. Und zwar in Jeremia Kapitel 52. Jeremia Kapitel 52, die Verse 12 und 13. Jeremia Kapitel 52 und die Verse 12 und 13.
Da lesen wir, am 10. Tage des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, der stets um den König von Babel war, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Aber dieses Feuer brennt heute nicht mehr. Jerusalem steht ja wieder. Jerusalem wurde wieder aufgebaut. Alles das wurde repariert. Aber gleichwohl sagt Gott, ein Feuer, das nicht gelöscht werden kann von Menschen. Aber es würde ausgehen, wenn alles verbrannt war, was verbrannt werden sollte. Jeremia Kapitel 4 und Vers 4 sagt uns etwas weiteres über dieses unauslöschliche Feuer, das nicht gelöscht werden kann. Jeremia Kapitel 4 und Vers 4. Auch hier heißt es, beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Furcht eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf dass nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, sodass niemand löschen kann. Es wird nicht gelöscht werden von Menschen, aber es würde ausgehen, wenn nichts mehr da ist, was verbrannt werden kann. Und Jeremia Kapitel 21 und Vers 12 gibt uns wiederum eine Stelle, die uns dies sagt. Jeremia 21 und Vers 12. Hört das Wort des Herrn, ihr vom Hause David. So spricht der Herr, haltet alle Morgen gerechtes Gericht, errettet den Bedrückten aus des Frevlers Hand, auf dass nicht mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, ohne dass jemand löschen kann, um eurer bösen Taten willen. Und da gibt es noch eine Stelle in Amos Kapitel 5 und Vers 6, die uns das ebenfalls sagt. Schauen Sie, die Idee, dass dieses Feuer für alle Zeit und Ewigkeit brennen wird und die ungerechten Sünder für alle Zeit und Ewigkeit martern wird, steht im krassesten Gegensatz zu dem, was uns die Bibel lehrt, wie zum Beispiel im Psalm Kapitel 30 im Alten Testament. Psalm 30 und Vers 6. Psalm 30 und Vers 6. Sein Zorn, von diesem Grimm, von dem wir eben gesprochen haben, den Gott ausschütten würde über die damaligen Leute von Juda und Jerusalem, wenn sie ihm nicht gehorchen würden. Sein Grimm währt einen Augenblick, aber lebenslang seine Gnade. Gott ist gnädig. Die Idee, dass Gott für alle Zeit und Ewigkeit die unvergebbaren Sünder oder die Sünder, die eben die unvergebbare Sünde begangen haben, in einem ewigen Feuer martern würde, steht im absolutesten Gegensatz zu seiner Gnade, die ein Leben lang währt. Das heißt auch in Micha Kapitel 7, Micha Kapitel 7 und in Vers 18. Micha Kapitel 7 und Vers 18. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält? Denn er ist barmherzig. Wenn Gott an seinem Zorn ewig festhalten würde, dann würde es in der Tat die Möglichkeit einer ewig währenden Hölle geben. Aber die Bibel sagt uns eindeutig, dass es nicht der Fall ist. Es kann nicht der Fall sein. Also wir müssen schon dem glauben, was die Bibel lehrt, und dürfen uns nicht an das wenden, was uns Menschen sagen. In der nächsten Predigt werde ich noch einmal auf das Tal Hinnom eingehen und werde auf dieses unauslöschliche Feuer noch einmal eingehen, das also nicht gelöscht werden kann, auf dieses ewig währende Feuer. Einige sagen, ja, das währt ja doch ewig, mit anderen Worten. Es muss also dann ein ewig währendes Feuer sein, in dem die Sünder für alle Zeit und Ewigkeit gefoltert werden. Das ist keineswegs der Fall. Aber das werden wir uns dann nächstes Mal anschauen und dann noch weitere, viele weitere Stellen, die immer angeführt werden, um uns weismachen zu wollen. Es gibt eine solche Hölle, die für alle Zeit und Ewigkeit währt und die Sünder für alle Zeit und Ewigkeit foltern wird. Das ist nicht der Fall. Ich hoffe, ich habe Sie ein wenig jetzt zum Nachdenken angestimmt und ich hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder zuschauen werden. Und ich verbleibe bis dahin, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.